Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Am Anfang war ein Traum. Ein einzelner Gedanke. Die Vision von etwas Einzigartigem. Etwas, das es so noch nie gab. Dieser Traum durchdrang die Leere. Dieser Traum formte Welten, erschuf Leben und Wunder. Bis er endlich seinen Höhepunkt erreichte. Dich. Du trägst die Essenz des Göttlichen in dir. Du trägst die gesamte Weite des Kosmos in dir. Du trägst die grenzenlosen Möglichkeiten in dir. Du bist der lebendige Ausdruck dieses Traums. Und dafür wurdest du kreiert. Bist du bereit, deine wahre Natur zu entfalten? Bist du bereit zu erleben, dass alles bereits in dir steckt? Divinity. Entdecke deine innere Göttlichkeit. Was für eine Energy, oder? Dieser Trailer ist unglaublich. Also allein die Entstehung davon war schon unglaublich. Und dass wir ihn jetzt hier auch im Podcast nochmal raushauen konnten. Ich liebe diesen Trailer so sehr und jedes einzelne Wort, das in diesem Trailer vorkommt, ist Wahrheit, ist unsere Wahrheit. Und darauf wollen wir heute mal ein bisschen näher eingehen. Und vieles klingt wie so ein Kalenderspruch, was auch so in diesem Trailer kam oder auch was wir jetzt in dieser Folge sagen werden, aber wir meinen das vollkommen ernst, so wie wir es sagen. Und wir wollen mal damit ein bisschen aufräumen, weil diese schönen Sprüche, die klingen natürlich irgendwie immer toll. Man sagt die gerne, aber es ist nochmal was ganz anderes, danach zu leben und das wirklich zu verinnerlichen. Und genau, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe so viele Dinge, die ich aufgreifen möchte. Wir möchten heute einfach mal über Divinity sprechen, also über deine innere Göttlichkeit. Das, was dir innewohnt, was da wirklich in dir schlummert, dass du die Verkörperung des ganzen Universums bist. Und wie ich schon gesagt habe, es klingt so unglaublich, es klingt so schön und man sagt das auch mal gerne, aber ob man es auch wirklich glaubt und wirklich danach lebt, ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich, also jetzt so aus meinem Leben heraus, bin ja jetzt 23 Jahre alt, aber ich habe mir schon als Kind darüber Gedanken gemacht, über diese Dinge, dass ich so eine einzigartige Sichtweise auf die Welt habe. Und irgendwie so, klar, da sind noch andere Menschen um mich herum, aber irgendwie, irgendwas muss an mir doch besonders sein. Ich habe da irgendwie so eine ganz eigene Sichtweise auf die Welt und weißt du, bin so ein ganz eigenes Wesen. Und irgendwie habe ich mir darüber schon immer Gedanken gemacht. Und ich meine, jetzt so, wo ich erwachsener geworden bin und mich weiterentwickelt habe, konnte ich das noch mal ein bisschen tiefer verstehen. Denn ich bin mittlerweile zu dieser Überzeugung gekommen, dass jeder Einzelne von uns tatsächlich diese Verkörperung ist. Die Verkörperung des gesamten Universums, die Verkörperung von Gott. Und zwar nicht auf diese, ich weiß nicht,
ich habe die Bibel nicht gelesen, aber nicht auf diese Art von Verkörperung irgendwie, jeder trägt so einen kleinen Punkt da in sich oder ja, der Mensch hat einfach irgendwie dieses Ebenbild von Gott irgendwie. Also so meine ich das nicht. Ich meine das tatsächlich so, dass alles, was ich bin, alles, was ich ausstrahle, alles, was ich sage, alles, was mich ausmacht, mein gesamter Körper, mein gesamtes Sein, ist diese Göttlichkeit. Und das gilt für mich, das gilt für die Mama und das gilt für dich als Zuschauer, als Zuhörer hier. Und das ist eine Tatsache oder eine Wahrheit, die wir verbreiten müssen. Das ist das, worum es uns so in Tiefen geht und das, worum es in Divinity geht. Und es ist, ich sage es ja auch so im Trailer, oder wir sagen es so im Trailer, dass alles darauf hingewirkt hat, dass du entstehst. Und was ist, wenn du das mal für einen Moment als Wahrheit, wenn du mal für einen Moment dich dem Gedanken öffnest, dass das gesamte Universum, dass alles, was es gibt, alles, was ist, sich darauf konzentriert hat, fokussiert hat, alles zu erschaffen, alles zu kreieren, Welten, Universen, Geschöpfe, Energien zu kreieren und zu erschaffen, damit du jetzt leben darfst, damit du dich in diesem Universum erfahren darfst. Und das sind sehr große Worte. Und vielleicht braucht es auch eine Weile, die mal wirklich anzunehmen oder überhaupt mit dem Gedanken warm zu werden, weil wir oft uns irgendwie klein machen und sagen, nee, oh, ich doch nicht, okay, andere vielleicht, ne, die großen Wissenschaftler, die großen Künstler, die großen Poeten von damals und die in den Geschichtsbüchern tatsächlich stehen, aber ich doch nicht mit meinem kleinen Leben. Und ich kann es ja nur aus meiner Sichtweise erzählen, aber so, es ist so, für mich war das schon als Kind, ich habe mir als Kind schon Gedanken darüber gemacht. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie bin ich anders als andere. Irgendwie habe ich so meine ganz eigene Wahrnehmung als andere. Und da muss doch irgendwie mehr sein. Das ist doch nicht nur dieses, keine Ahnung, dieses Leben hier, dieses, keine Ahnung, da ist doch noch mehr. Und es gibt dann auch diesen Spruch, da wären wir wieder bei den Kalendersprüchen, der Mensch ist das Verbindungsstück zwischen Himmel und Erde. Da ist mehr als nur das, was wir sehen können. Da ist mehr als dieser Körper, den ich anrufe. Da ist mehr als die Gedanken, die ich denke. Da ist noch so viel mehr. Und mir fällt auch gerade ein, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jemandem geführt, die hat gesagt, Gott ist nur so eine Bezeichnung dafür, für das Größte, was wir uns vorstellen können. So, also man kann ja immer so ein Gedankenexperiment machen, was ist so das Größte, was ich mir vorstellen kann. Aber es wird immer noch etwas geben. Aber über Gott, Gott ist so das Größte, was wir uns tatsächlich vorstellen können. Und das ist ja schon der Beweis an sich, dass es da so eine größere Kraft gibt, weil warum sollten wir so einen Gedanken überhaupt in unserem Kopf gepflanzt bekommen haben? Dass es etwas so Großes gibt, dass wir uns es nicht mehr vorstellen können. Dafür gibt es einfach dieses Wort und unser Anliegen, unsere Vision ist es, diese Göttlichkeit auf der Erde noch tiefer erfahrbar zu machen. Denn wir haben ja dieses materielle Leben, wir haben ja dieses Leben in diesem Körper mit diesen weltlichen Themen, mit diesen weltlichen Herausforderungen, die wir so haben, alles, was so damit zusammenhängt, zusammenschwingt. Und gleichzeitig sind wir aber noch mehr, da ist noch dieser Horizont, dieser Himmel, da ist noch so viel mehr möglich, da sind Energien, da sind Dinge, die wir nicht sehen können. Und uns geht es tatsächlich nicht darum, jetzt irgendwie Weltflucht zu betreiben und zu sagen, okay, dieser Körper, boah, der ist so klein und unfähig, begrenzt. Nein, wir wollen raus. Nein, darum geht es nicht. Es geht aber auch nicht darum, die Energien abzulehnen und zu sagen, was gibt's nicht oder was auch immer. Also, solltest du das glauben, bist du hier vielleicht falsch.
Aber wir richten uns tatsächlich an Menschen, die ein Stück Himmel wirklich auf die Erde bringen, die verstehen wollen, dass sie mehr sind und die es schon immer irgendwie gefühlt haben. Und ich glaube, wir haben diese Anziehung an diese Menschen. Ich glaube, du hörst das hier, weil du eben diese Gedanken selbst schon mal hattest, dass mit dir, dass du irgendwie anders bist, dich vielleicht deswegen schon mal seltsam gefühlt hast, warum auch immer, weil andere irgendwie sind alle so, aber du fühlst dich ganz anders. Aber ich glaube, wir sind alle eine Inkarnation und ein Ausdruck dieser göttlichen Kraft, die jetzt dazu da ist, auf dieser Erde zu wirken, sich zu erfahren, sich selbst zu erfahren, eben durch dich und durch dein Leben. Lass das mal sacken, diese Worte, diese vielen Worte, die ich jetzt schon mal als einleitende Worte gesagt habe. Ja. Bei mir ist so ein Film abgelaufen aus meiner Kindheit und im späteren Erwachsenen-Dasein. Und bei einem deiner Worte, Madeleine, ist mir so dieses Sprichwort von Shakespeare eingefallen: Es gibt viel mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit euch träumen lässt. Und dieser andere Satz, dass wir keine menschlichen Wesen sind, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Das bringt wirklich so alles auf den Punkt und dennoch ist es so schwer zu greifen. Wir begegnen heute manchmal auch auf Facebook immer noch Sprüche, die ich mal irgendwann gepostet habe, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich habe das gepostet, weil es mich angesprochen hat, aber habe ich es wirklich gelebt? Nein, habe ich nicht. Jetzt hat vieles nochmal eine andere Bedeutung. Und ich sage ja immer, wir kommen so alle aus der gleichen Quelle, aus der Quelle allen Seins in meinem Sprachjargon. Und bis zum gewissen Punkt konnten wir uns auch sehr wohl daran erinnern, wo wir herkommen, an diese, ich nenne es jetzt mal Göttlichkeit. Und haben auch möglicherweise die ein oder andere Erfahrung gemacht, auch in der Kindheit, wo wir aber nie drüber gesprochen haben oder was es vielleicht so normal war, dass man nicht drüber gesprochen hat. Oder wir haben mal versucht, was den Eltern zu erzählen, aber sind dann so irgendwie als lächerlich hingestellt worden. Mir ist sowas eingefallen. Ich glaube, ich habe als Kind ganz, ganz oft, wenn ich abends so im Bett lag, im Nachhinein mit meinem jetzigen Wissen, würde ich so als außerkörperliche Erfahrung bezeichnen. Das war wie so ein Strudel, als ich im Bett gelegen habe, so als wenn ich in dem Moment meinen Körper verlasse und oben von der Zimmerdecke, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, aber ich teile es jetzt trotzdem mal her, von der Zimmerdecke mich selbst in meinem Bett liegen sehe. Das habe ich noch so sehr in Erinnerung, als wenn es gestern gewesen wäre. Und ist ja schon mal ein paar Tage her, rein vom Passalter her. Ja? Und ich weiß auch, wie sehr ich mich immer anders oder falsch gefühlt habe. Vor allem, als ich in die Schule kam. Und wie sehr auch dennoch meine Verbindung zu dieser Göttlichkeit einfach da war. Wo ich mich immer gefragt habe, ich meine, bin katholisch erzogen und aufgewachsen, musste regelmäßig zur Beichte gehen und solche Dinge und habe mich damals auch immer schon gefragt, was stimmt hier nicht? Ich bin mir da überhaupt nichts bewusst. Warum soll ich jetzt da irgendwo hingehen und sagen, ich habe gesündigt und dies oder jenes gemacht? Ist ein anderes Kapitel, können wir auch mal nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, sonst führt das jetzt hier zu weit. Aber worauf ich hinaus will, diese Verbindung zu meiner eigenen Göttlichkeit hat sich bei mir so gezeigt, ich habe einen Altar zu Hause gehabt, den ich immer geschmückt habe mit frischen Wiesenblumen und mit so ein paar Accessoires, was ich damals einfach als Kind hatte. Und ich weiß noch, wie sehr bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in einem Geschäft habe ich mal so eine Mutter Maria gesehen mit dem Jesuskind. Ich habe bittere Tränen geweint, weil ich diese Mutter Maria mit dem Jesuskind haben wollte.
Meine Mutter hat gesagt, nee, was willst denn du? Damit ist doch kein Spielzeug oder was. Aber ich habe so bitterlich geweint. Ich wollte einfach diese Mutter Maria mit dem Jesuskind haben. Und meine Oma hat sich damals erbarmt und hat mir die gekauft. Gibt es bis heute noch. Und ich bin so selig damals als Kind mit dieser Mutter Maria gewesen, die einen Platz auf meinem Altar hatte. Und ich weiß so auch noch, wie wenn es gestern gewesen war, wie oft ich da vor dem Altar gehockt habe und gebetet habe, also Zwiegespräche geführt hatte, aber damals niemanden hatte, mit dem ich mich da hätte drüber unterhalten können. Auf der einen Seite, ich habe es aber auch nicht gesucht, weil für mich war das so normal, das war so eine gewisse Verbindung. Es gab auch so eine Schwester in einem Kloster, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch eine ziemlich bekannte Nonne, zumindest in saarländischen Regionen war oder auch in rheinland-pfälzischen. Die habe ich auch gerne bei mir getragen, zu der habe ich auch abends immer, wenn man es kirchlich ausdrückt oder religiös ausdrückt, gebetet. Aber es waren ja nichts anderes als Zwiegespräche mit einer anderen Instanz. Und dann ist das so natürlich so, was heißt natürlich, wie es vielen von uns ergangen ist, einfach gedeckelt worden, sind ganz viele Schleier drüber gelegt worden. Und dann hat man aufgehört, sich damit zu beschäftigen oder ja, hat so tief irgendwo in der Ecke gesteckt, dass man vergessen hat, sich daran zu erinnern. Und dann gab es eine Begegnung mit jemandem, mit einem Heiler, der mal zu mir damals gesagt hatte, damals noch sie, später ist eine Freundschaft draus geworden und wir haben auch Dinge dann zusammen gemacht, Programm zusammen erstellt und solche Dinge. Und waren viele Jahre auch bei ihm in seiner Begleitung. Bei der ersten Begegnung hatte der zu mir gesagt, in Ihnen, damals noch in Seeform, steckt ganz viel Spiritualität. Also Spiritualität vergleiche ich jetzt mal mit Göttlichkeit, die gelebt werden möchte. Und ich habe damals nur gedacht, von was redet der? Komm schnell weg hier. Oh mein Gott, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Da merkt man auch im Übrigen beim Sprachgebrauch nochmal, auf der einen Seite stecken wir es in der Ecke, auf der anderen Seite, wie oft sagen wir tagsüber, oh mein Gott, ohne es zu merken und sprechen mit dieser Göttlichkeit, ja. Genau. Und das war aber dann aber auch der Anfang, wo ich mehr und mehr wieder zugelassen habe, meine Spiritualität, meine Göttlichkeit zuzulassen und zu leben. Und im Alltag einen Raum einzugeben, aber nicht in dem Sinne, wie das einfach oder wie ich es viel erfahren habe, dass es da so einen strafender Gott gibt und dass ich mich klein fühlen muss und darf und dass ich irgendeine Schuld zu tragen habe oder was auch immer, egal, sondern und deshalb gibt es in meinem Sprachjargon dafür auch mehr inzwischen so das Universum, das nutze ich lieber als Gott. Warum? Weil wir da einfach keine religiöse Behaftung zu haben. Und habe so dann meine Spiritualität, meine gelebte Göttlichkeit zugelassen, indem ich mehr und mehr mich tatsächlich wieder daran geübt habe, mit dem Universum zu kommunizieren. Darin geübt habe, mit dem Universum zu kommunizieren, wie mit einer guten Freundin. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber das war für mich so mit eine Metapher, da wieder bewusst anzudocken. Ich meine, wir haben ja nur das Gefühl, wir fühlen uns verloren, wir sind alleine und keine Ahnung was. Deshalb sage ich bewusst wieder anzudocken, weil die Verbindung, die ist ja immer da. Die können wir ja im Grunde genommen gar nicht lösen. Es ist ja alles eine große Energie und es ist ja auch alles immer miteinander verbunden. Und das können wir unserem Sprachjargon ja entnehmen. Ich fühle mich traurig, ich fühle mich depressiv, mir ist zum Weinen zumute, ich fühle keine Ahnung was oder ich fühle mich alleine und verloren. Es ist ja nur ein Gefühl aufgrund einer Situation gerade mit unserer menschlichen Erfahrung, aber dem ist ja de facto nicht so. Und wie ich jetzt auch schon von Anfang an gesagt habe, es geht nicht darum, jetzt irgendwie rauszugehen aus diesem Menschlichen, weil was bringt mir das denn jetzt praktisch gesehen in meinem Leben, wenn ich jetzt auf einmal meine Göttlichkeit entdecke, meine Größe entdecke? So, was bringt mir das denn? Und für mich hat sich es einfach gezeigt, dass wir da
unser Leben hier auf der Erde enorm bereichern können, wenn wir diese Pole miteinander verbinden. Diese Dualität ganz einfach, ne, in der wir einfach leben. Körper und Geist, ne, Himmel und Erde, dass wir das miteinander verbinden. Das Männliche mit dem Weiblichen. Ganz einfach miteinander zu verknüpfen, dass wir damit eine Vollkommenheit schaffen, die das ganze Leben unfassbar bereichern kann. Dass ich dann merke, ich bin wirklich angekommen in diesem Leben. Dass ich mir mein Leben so kreieren kann, wie ich es wahrhaftig möchte, wie ich es mir wünsche. Und dass da so viel mehr entstehen kann als dieses kleine, in Anführungsstrichen, ich sag's jetzt mal so, dieses kleine Menschenleben, das in Anführungsstrichen ohne Gott ist, sondern dass wir diese Göttlichkeit, diese Größe, diese universelle Weite in unser Leben tatsächlich einladen oder vielmehr halt ausleben und damit unser Leben massiv zu bereichern in allen Bereichen. Geht es um Gesundheit, geht es um Beruf, geht es um Beziehungen, geht es um Persönlichkeit, geht es um einfach unser Innenleben, weil wir uns vorher einfach nicht so gut fühlen und dann aber diesen Genuss des Lebens wieder erfahren können, wieder verstehen können, hey, es geht um Freude, es geht darum, dass ich liebe, es geht darum, dass ich Liebe fühle, dass ich Freude fühle, dass ich mich frei fühle, dass ich mich entfalten kann, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass ich das Leben wieder genieße, dass ich die Intensität und die Lebendigkeit in mir spüre. Das ist all das, was mit dieser Göttlichkeit zusammenhängt für uns. Und du hast es eben schon angesprochen. Es geht nicht darum, dass ich mich rechtfertige. Es geht nicht darum, dass mir eine Schuld verziehen wird. Es geht nicht darum, dass ich mich behaupte vor etwas oder beweise oder dass ich auf einen Segen hoffe oder auf eine Belohnung von etwas Größerem, sondern dass ich verstehe, dass ich das Große bin. Und dass ich für mich bin. Und da gibt es auch keine Bewertung von, das ist gut, das ist schlecht in diesem göttlichen Feld. So, du hast jetzt was Gutes getan, dafür kriegst du jetzt was. Oder du hast was Schlechtes getan, dafür nehme ich dir was. Oder dafür kriegst du auch was Schlechtes oder so. Na? Also klar, irgendwo diese Energien ziehen sich an. Also was ich ausstrahle, ziehe ich natürlich auch wieder an. Das hängt damit zusammen. Aber es ist nicht so, also wir dürfen da rauskommen aus diesem Gedanken von, da ist etwas Größeres, ich bin nur klein ne, ich muss mich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, zurückhalten, Bescheidenheit und so, nicht nach mehr fragen, nicht mehr wollen, also, ne? Also auch da gibt es wieder diese zwei Pole, die ich für mich gefunden habe, ist das eine natürlich die absolute Größe anerkennen. Und auf der anderen Seite sich natürlich dem Ganzen eher auch fügen. Aber wir wollen heute mal über die Größe sprechen. Sonst sprengt das hier den Rahmen. Und wie gesagt, ich habe für mich halt einfach gefunden, dass es das Leben unfassbar bereichert in allen Ebenen, wenn ich mich dieser Göttlichkeit öffne, die da ist. Und wenn ich verstehe, dass das alles in mir steckt, wenn ich spüre, diese Göttlichkeit bin ich, die will sich durch mich erfahren, die will durch mich erschaffen, kreieren, schöpfen, neue Dinge in die Welt bringen, will sich selbst verwirklichen durch mich, durch dich, durch jeden, der hier zuschaut, durch jeden einzelnen Menschen, den du auf der Straße triffst. Jeder einzelne Mensch ist da drin. Und wir tragen halt einfach die Eigenverantwortung, uns dafür zu entscheiden, ob wir das leben wollen oder ob wir uns für was anderes entscheiden. Und auch da wiederum, es ist keine Bewertung. Es ist nicht, dass jeder das jetzt irgendwie machen muss oder irgendjemand besser oder schlechter ist als jemand anderes wäre oder was auch immer er macht, sondern einfach, dass ich verstehe, ich kann mein Leben fassbar bereichern,
wenn ich mich als wirkliches Verbindungsstück sehe zwischen Himmel und Erde, wenn ich verstehe, dass ich nicht Mensch bin, der mal so eine spirituelle Erfahrung macht, sondern ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung. Und der Sprachjargon sagt es uns ja, Selbstverwirklichung, da steckt ja das Wort drin, ich wirke. Das ist Selbstverwirklichung, ich wirke, nicht ich funktioniere nach XY, sondern ich wirke. Selbstverwirklichung. Dem Herzen zu folgen, zu erkennen, wer wir wirklich sind, wer du wirklich bist in deiner wahren Größe, ein spirituelles Wesen, das jetzt menschliche Erfahrungen macht und dass man hierher gekommen ist, um zu wirken, um das, was du mit hierher gebracht hast, diese Botschaft, die du in dir trägst, ans Licht zu bringen, mit der Welt da draußen zu teilen, was auch immer das für eine Botschaft ist. Darum ist jeder von uns hierher gekommen. Jetzt. Und ich vermute mal, von unseren Zuschauern und Zuhörer und Hörerinnen sind so viele alte Seelen, die noch viel mehr Wissen und Weisheit in sich tragen, aus möglicherweise früheren Leben, was jetzt auch ans Licht und gelebt werden möchte. Also diese Göttlichkeit, diese Erfahrungen, die du von damals mitgebracht hast, jetzt hierher, weil Energie ja nie verloren geht, es ist alles auf einer großen Festplatte abgespeichert. Manche nennen das auch Akasha-Chronik oder wie auch immer, oder morphogenetisches Feld, ist egal, welchen Namen da diese Energie gibt. Das ist der Grund, warum du auch das Gefühl hast, es muss in meinem Leben mehr möglich sein als das, was ich bis eben lebe. Das ist der Kern. Das ist deine Göttlichkeit, die jetzt gelebt werden möchte. Und das darfst du dir erlauben. Und erkennen. Dich selbst erkennen in deiner wahren Größe. Auch wenn das so groß ist, Madeleine das eben so gesagt hat, dass wir nicht greifen können, dass es so allmächtig ist. Aber es ist. Und wenn du mal raus aus dem Kopf gehst und rein ins Herz und mal mit dem Herzen dahin lauschst, ich glaube, dann können wir ansatzweise erahnen, dass da ein Ja kommt. Das Herz. Wenn du dich dir selbst gegenüber so öffnest und mal zulässt, was für eine wunderbare, einzigartige Persönlichkeit du bist, eine göttliche Persönlichkeit. Atme mal da drauf und nimm mal wahr. Und lass den Kopf einfach mal beobachten. Ich bin mir ziemlich sicher, da kommt ein Ja, so ist es. Ja, vielleicht haben wir auch viele Dinge jetzt angesprochen, die schon immer irgendwie da waren, schon immer irgendwie klar waren, aber verschiedenste Umstände, verschiedenste Meinungen von außen, was normal ist, was nicht normal ist, hat das vielleicht ein bisschen eingedämmt. Aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, um das mal wieder rauszuholen. Weil, keine Ahnung, was ist schon Spiritualität und ne, wenn wir dann immer irgendwie das Gefühl haben, oh, bin ich jetzt irgendwie komisch, wenn ich über das Universum spreche, über Gott oder was auch immer. Und einen Aspekt möchte ich noch mit reinbringen. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erwähnt hatte, aber das war für mich so ein ja, ganz verändernder Moment. Ich stand quasi auch wieder vor so einem Zweifel von allem. Ich habe alles angezweifelt. Ich habe wieder gezweifelt, gibt es das überhaupt, das Universum, Gesetz der Anziehung, stimmt das? Oder war das alles nur ein großer Zufall oder was auch immer? Und dann habe ich mich vor zwei Möglichkeiten gesehen. Das eine war,
Ich zweifle einfach komplett und sage, no, gibt's nicht. Existiert nicht, funktioniert nicht. Damit, mit dieser Entscheidung hätte ich die 100%ige Sicherheit gehabt, dass es so ist. Weil ich hätte dran zweifeln können, hätte alles als Zufall abtun können, was passiert. Alles, was mir Gutes passiert, hätte ich sagen können, ja, mein Gott, ist halt so, ne? Super, aber wird eh wieder gehen oder so, ne? Das wäre dieses. Ich hätte einfach dran gezweifelt und wäre auf jeden Fall sicher mit dieser Tatsache gewesen, mit dieser Entscheidung. Der andere Weg war für mich, zu 100% Ja zu sagen und zu sagen, ich glaube daran. Mit dieser Entscheidung habe ich eine 50%ige Sicherheit und eine 50%ige Unsicherheit. Denn auf der einen Seite besteht die Chance, dass es wirklich wahr ist. Weil ich weiß es ja nicht. Ich kann es nur in mir finden, das Wissen darum, die Überzeugung. Auf der einen Seite ist da diese Klarheit, hey, es kann wirklich sein, dass es so ist. Und dann kann es mein Leben unfassbar bereichern. Aber eben nur zu 50%. Die anderen 50% könnten sein, es kann trotzdem sein, dass es halt nicht der Fall ist. Und das war dann so die Entscheidung. Entweder ich sage 100% Sicherheit, es funktioniert nicht und dann bin ich sicher, aber lebe halt auch nur so da vor mich hin und vegetiere darum. Ne? Die andere Möglichkeit wäre, dass ich wirklich glaube und dass es eine Chance gibt, dass es wahr ist und dass ich das größte Leben leben kann, das überhaupt möglich ist. Oder noch über die Möglichkeiten heraus, die ich mir vorstelle. Und daran erkenne ich halt einfach, es steht und fällt mit dem Glauben. Ich kann mich dazu entscheiden, zu zweifeln. Ich kann mich aber auch dazu entscheiden, zu glauben. Und ja, es kann sein, dass wenn ich mich da mal zu entscheide und sage, hey, ich glaube jetzt, ich glaube, dass dann auch wieder Zweifel aufkommen. Aber es geht ja auch nicht darum, dass der Zweifel komplett aufhört, sondern dass ich mich immer und immer und immer wieder neu entscheide, dass ich glaube. Und es ist eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden zwischen 100% sicher, klein, leben und dann weiß ich, was ich habe. Dann weiß ich wirklich, was ich habe. Ne? Dann weiß ich, dass ich einfach mir einen Job suche und dann verdiene ich so, so viel, weil das steht ja auf dem Papier und, ne? Und da weiß ich, was ich habe. Ne? Da habe ich Klarheit und Sicherheit. Hier weiß ich nicht, was ich davon habe. Da ist alles möglich. Die Frage ist, wie willst du leben? Weil wir haben uns dazu entschieden, dass uns das hier nicht reicht. Dass wir dafür nicht hergekommen sind. Und manche Menschen reicht das. Und wie gesagt, hier ist keine Bewertung drin, dass das irgendwie falsch ist oder dass man das nicht machen sollte. Für uns hat sich einfach im Laufe unseres Lebens herausgestellt, dass das nicht reicht. Das ist nicht mein Leben. Dafür bin ich nicht hergekommen. Ich habe als Kind schon wahrgenommen, das ist irgendwie, ja, okay, weiß jetzt nicht, was andere daran finden, können das machen, aber ich fühle mich irgendwo anders mehr hingezogen. Und wir haben dann entschieden, hey, das ist es. Und auf dem Weg kamen Zweifel. Das ist das, was ich sagen möchte. Und wir entscheiden uns immer und immer und immer wieder neu und erfahren das Leben auf eine ganz andere Art und Weise. Viel mehr Fülle, viel mehr Bereicherung von innen, viel mehr Liebe, Freiheit, Freude, Lebendigkeit, viel mehr Leben, um es ganz einfach auszudrücken. In unserem Alltag, in unserem menschlichen Dasein, in unserer weltlichen Ebene, auf spiritueller Ebene. Also für mich ist das das Größte, das nicht zufrieden geben mit irgendwas. Weiß nicht. Da steckt viel mehr drin. Für mich ist das so das pure Leben, diese Leidenschaft und diese Sehnsucht. Und das hat mich als Kind, als Jugendliche schon immer sehr begleitet. So eine Sehnsucht nach irgendwas
Undefinierbarem. Ich konnte es nicht wirklich deuten. Ich konnte nicht sagen, ich wünsche mir das und das. Es war einfach nur eine Sehnsucht da und die hat echt wehgetan. Die hat so wehgetan. Das war schlimmer als alles andere, weil jeder Schmerz der Welt, ja, mein Gott, ne, aber diese Sehnsucht, ich wusste irgendwie schon immer, da ist mehr. Da ist mehr für mich möglich. Wie komme ich denn endlich dahin? Und dieses Leben, diese Vereinigung zwischen diesem Göttlichen und dem Menschlichen, diese Verknüpfung, dieses Einswerden mit all dem, was ich bin, das ist für mich Leben. Das ist das, wonach ich mich so gesehnt habe. Und ich kann es immer noch nicht definieren. Und ich bin recht gut mit Worten und trotzdem, dafür gibt es halt einfach keine Worte, weil es so undefinierbar ist. Es ist nicht so geformt, wo man klar sagen kann, so und so ist es. Das ist ja alles, da ist ja alles möglich. Das ist ja alles, was es überhaupt gibt. Da taucht die Liebe ein. Das ist meine Wahrheit, mein Leben, das, was ich bisher aus meinem Leben herauskristallisiert habe, was ich über mich erfahren habe. Das, was wir viel mehr in die Welt bringen, dass wir das Göttliche ein Stück weit mehr auf diese Erde bringen, in diese menschliche Verkörperung, die wir sind. Wobei wir Menschen unterstützen wollen, dass wir einen Kreis schaffen von Menschen, die wirklich sich da aufgehoben fühlen, die das genauso empfinden, die genau sagen, boah, mir ging es immer genauso und ich hatte nie das Gefühl, dass ich mit jemandem drüber sprechen kann. Genau diesen Kreis schaffen wir, diesen Space, diesen Raum, wo du eintreten kannst, wenn du spürst, boah, das genau so ging es mir immer schon. Und endlich mal sagt es jemand, auch wenn du vielleicht selber die Worte dafür hattest, das auszusprechen oder irgendwie zu definieren, dass wir diesen Raum kreieren, wo wir das tatsächlich leben können, dass wir Gott auf die Erde bringen. Das ist das Höchste für Es mich. geht darum, sich nochmal zurückzuerinnern und es zu integrieren in den Alltag. In den Tag. Genau. In diesem Sinne, Der Tipp. so ist Divinity entstanden, dieser Raum. Und das ist genau die Aussage, diese Botschaft, die wir damit verkörpern wollen, in Form eines Programms, Coaching, wie auch immer. Coaching ist jetzt nicht mal mehr so mein Lieblingsbegriff, sondern Begleitung. dass wir einfach einen Raum kreieren, wo wir Veränderungen schaffen in unseren eigenen Universen. Und das zu erfahren, was wir jetzt versucht haben, in Worte zu Yes. bringen. Genau. Ne? Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Gut, in diesem Sinne, ich denke, Divinity verlinken wir irgendwo hier drum. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Und danke, danke, danke für dein Sein. Der Raum ist geöffnet. Ganz liebe Umarmung. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milliner.